da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, war schon immer mein Traum. Da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, war schon immer mein Traum. Und viele, wirklich viele, ich kann nicht sagen, wie viele, aber fast jeder hat mir gesagt, dass das unmöglich sei, dass ich aufhören sollte zu träumen, dass Arbeiten etwas mit Härte zu tun hat, dass man hart für sein Geld arbeiten muss, dass man pro Stunde bezahlt wird, dass man die Sicherheit braucht, nicht irgendwann doch auf der Straße zu landen. Und dass es nur geht, wenn man in eine reiche Familie geboren wurde. Und all das ist absoluter Bullshit. Es ist absoluter Mist. Warum ist das absoluter Mist? Es ist ein absoluter Mist, weil diejenigen, die das sagen, das einfach nicht anders kennengelernt haben. Ja? Sorry, die Sonne scheint ein bisschen zu sehr. Die haben es einfach nicht anders kennengelernt. Und das kann man denen auch nicht übel nehmen, weil sie es eben nur so kennen. Und du solltest vielleicht auf Leute hören, die das anders gemacht haben, die das anders geschafft haben, die wirklich da arbeiten, wo andere Urlaub machen, die wirklich keine feste Arbeitszeiten haben. Vielleicht arbeiten sie viel mehr. Ich sage nicht, dass ich kaum arbeite. Aber ich arbeite da, wo andere Urlaub machen. Und das war mein Traum. Das habe ich erreicht. Und ich habe mir nicht dazwischen reden lassen von irgendjemandem, dass das unmöglich ist, dass das nicht geht. Ich habe nie daran geglaubt, dass es unmöglich ist, sondern ich habe immer das Gegenteil geglaubt. Ich habe immer geglaubt, es ist möglich und ich kann es irgendwie hinkriegen, wenn ich hart genug dafür arbeite, wenn ich genug dafür tue, wenn ich mehr tue als andere tun, wenn ich Außergewöhnliches schaffe. Und genauso habe ich es auch gemacht und genauso lebe ich es und genauso macht es auch Spaß, ja. Genauso macht es auch Spaß, sein Leben zu genießen und einfach nicht immer an diejenigen zu denken, die dir sagen, was nicht möglich ist, sondern wirklich sich an die Handvoll Leute orientieren, die es dir sagen, dass es möglich ist, die dir sagen, was möglich ist und wie du es schaffen kannst. Und nicht, ja, das ist zu viel für dich, du bist zu jung, du bist zu alt dafür, du bist zu groß, zu klein, zu schwer, zu leicht, zu muskulös, zu unmuskulös, zu unsportlich, zu arm, zu schlechte Manieren, dies, das. Du musst dir eins merken, alles, aber wirklich alles kann erlernt werden. Egal, was du machen willst, du kannst es schaffen. Natürlich ist es vielleicht schwierig, mit 60, 70 Profifußballer zu werden und mit Ronaldo sich das Feld zu teilen. Klar, aber wenn du so einen Traum hast, wird vielleicht ein Fun-Spiel kommen, wo du mit Ronaldo spielst. Ja? Es ist nicht mein Ziel, aber wenn jemand das Ziel hat mit 60, hey, dann arbeite dafür. Du kannst mir das gar nicht jetzt so glauben, was passiert, wenn du es nicht schaffst. Was passiert denn, wenn du es nicht schaffst? Es passiert absolut gar nichts. Ja? Wenn du es nicht schaffst, dann hast du es eben nicht geschafft. Aber wenn du es nicht versucht hast, dann schaffst du es eh nicht. Ja? Also versuch es zumindest. Versuch es zumindest an deine Träume zu glauben. Versuch es zumindest für deine Träume zu arbeiten. Versuch es zumindest dich an die Menschen zu orientieren, die es wirklich geschafft haben, von denen du was lernen kannst und nicht an die Neinsager, nicht an die Miesepeter, die einfach dir alles sagen, oh, das geht nicht und dir alles ausreden und dich mit beiden Händen einfach nur runterziehen wollen und bloß nicht, dass du irgendwie mehr erreichst als sie und so weiter und so fort. Ich spreche auf keinen Fall abwertend diesen Menschen gegenüber. Sie haben es leider nicht anders kennengelernt. Ja, sie haben es leider nicht anders kennengelernt. Ich würde diesen Menschen sehr gerne helfen. Wie gesagt, ich schätze jeden Menschen und ich liebe alle Menschen. Und ich wiederhole es in jedem Video fast. Das ist mir wichtig. Also ich spreche nicht abwertend von Menschen, aber versuche dich trotzdem
an die Menschen zu orientieren, von den Menschen zu lernen, die dir Mut zu sprechen, die dir sagen, was möglich ist, die dir wirklich zeigen, was mit harter Arbeit zu erreichen ist. Denn viele können sagen, ja, Coco, du hattest nichts, du hast alles verloren, bla bla blub, und du hast Glück gehabt. Weißt du was? Scheiße habe ich gehabt. Ich habe kein Glück gehabt. Ich habe Scheiße gefressen, bis ich hier hingekommen bin. Ja, ich habe hart dafür gearbeitet. Das ist die Wahrheit. Und nicht Glück. Ich habe nicht vom Lotto gewonnen. Mir hat keiner einfach so ein paar hunderttausend auf den Tisch gelegt und hat mir gesagt, Coco, hier, du kannst deinen Traum verwirklichen. Zieh einfach nach Dubai, lebe dein Leben. Wenn du das Geld verlierst, ist nicht so schlimm, gebe ich dir nochmal ein paar hunderttausend. Das ist unrealistisch. Ja, das ist unrealistisch. Und selbst wenn du eine reiche Familie hast, selbst wenn dir das jemand so gibt, dann macht es nicht so viel Spaß, wie wenn du es selber erreicht hast. Bitte vertrau mir, selber etwas zu erreichen, von nichts anzufangen und etwas zu erreichen, ist unglaublich schwer, macht aber unglaublich viel Spaß, macht dich unglaublich selbstbewusst und macht aus dir einen richtig harten Menschen, der wirklich mit allem zurechtkommt, der richtig Spaß am Leben hat, der richtig für die Sachen brennt, die er macht. Weißt du was? Geld macht nicht glücklich, aber die Kombination aus Geld, Mut, Geduld, aus harter Arbeit, das macht glücklich. Weißt du, wenn ich jetzt mich einfach zurücklehne, was ich machen könnte und sage, hey, ich brauche nicht mehr arbeiten, ich brauche mich nicht mehr quälen, ich brauche nicht mehr zum Sport gehen, ich brauche nicht mehr dies, ich brauche nicht mehr das, ich habe jetzt genug Geld, um mein Leben lang ein gutes Leben zu führen, dann wäre ich todunglücklich. Weil einfach nur leben und einfach nur Geld ausgeben, macht nicht glücklich. Ja, definitiv nicht. Also wenn du denkst, dass dich das Geld glücklich machen wird, wird es nicht. Du bist derjenige, der sich glücklich machen kann. Und zwar nur du. Ich kann dir helfen, ich kann dir die Richtung zeigen. Ja, im Moment zeige ich Richtung Sonne. Aber du bist derjenige, der es umsetzen soll, der hart dafür arbeiten soll. Weil weißt du was? Wenn du hart dafür nicht gearbeitet hast, dann genießt du es auch nicht. Und viele schrecken ab von der harten Arbeit. Aber weißt du was? Einfach nur den ganzen Tag hier auf dieser Liege zu liegen, in die Sonne zu brutzeln und nichts zu tun, macht mich persönlich unglücklich. Ich könnte es nicht den ganzen Tag. Ich brauche diese Abwechslung. Ich brauche das harte Training im Fitnessstudio. Ich brauche die Arbeit. Ich brauche die kleinen Problemchen, die Herausforderungen. Ich brauche mein Team, wo wir an verschiedenen Visionen arbeiten. Ich brauche dich als Coaching-Student, den ich unterstütze. Ich brauche halt das, um glücklich zu werden. Denn nur das Geld, nur bestimmte Uhren, nur bestimmte Autos, nur ein bestimmter Lifestyle, nur den ganzen Tag nichts machen und genießen und tun und machen, das macht mich nicht glücklich. Ja, glücklich macht es dich wirklich, die Abwechslung, wirklich alles zu tun, wirklich hart für etwas zu arbeiten und zu wissen, ich habe es erreicht. Mit Hilfe von Coco oder von sonst wen, aber ich war derjenige, der die Tipps umgesetzt hat. Ich war derjenige, der dafür gearbeitet hat. Ich war derjenige, der jeden Morgen früh aufgestanden ist und laufen gegangen ist oder angefangen hat, früh morgens zu arbeiten, bevor die Kinder aufgestanden sind oder bevor ich zur Schule gegangen bin oder sonst was. Weißt du, es gibt tausende Ausreden und wir Menschen lieben Ausreden. Wir Menschen lieben es einfach zu sagen, ja, Coco, ich würde es ja gerne machen, aber ich habe ja kein Geld, ich habe ja keine Zeit, ich habe ja eine schlechte Familie, ich habe ja eine Frau, die mich bremst. Ich habe ja viele Kinder. Weißt du was? Vergiss diese beschissene Ausreden. Es sind alles nur billige Ausreden, die dich davon abhalten, was du im Leben erreichen willst. Ich spreche mit dir jetzt nicht als Coach, sondern als dein Freund. Es ist das, was dich davor abbremst, das zu erreichen, wofür du bremst, deinen Traum zu leben. Genau diese Ausreden. Ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich muss eine Familie ernähren, ich habe eine schlechte Familie, ich wurde misshandelt, ich wurde verprügelt. Weißt du was? Vergiss diese Scheiße. Jeder wurde irgendwie misshandelt, gehänselt oder hat kein Geld oder hat keine Zeit. Jeder hat diese Momente. Und die alles bekommen, die sind auch unglücklich, weil die immer alles haben, die kennen das gar nicht anders.
Ja? Also die haben es auch nicht einfach. Also vergiss diese beschissenen Ausreden. Nimm dein Leben in die Hand und sag, ich werde dafür kämpfen. Und zwar jetzt und sofort. Weil dieser Typ jetzt auf der Liege irgendwas in seinen Kopf bekommen hat und dieses Video für mich aufgenommen hat. Ich werde jetzt in diesem Moment kämpfen. Ich werde jetzt Entscheidungen treffen. Ich werde jetzt irgendwas tun, um mein Leben zu verändern. Auch wenn es jetzt im Moment ist, mir egal wo du bist, ob du auf der Toilette sitzt oder ob du auf dem Sofa sitzt. Oder ob du einfach nur auf der Arbeit bist. Steh auf, zeig, dass du Energie besitzt, atme 2-3 Mal tief ein, aus und mach einfach 10-20 Liegestützen oder 10-20 Sit-Ups. Einfach nur hoch, ja? Mach einfach irgendwas. Zeig einfach eine Bewegung, zeig einfach eine Stärke, einen Lebenswillen, einen Impuls. Setze diesen Impuls und denke immer an diesen verrückten Typen auf der Liege, der gerade hart trainiert hat und der sich jetzt hier entspannt und der dich jetzt mit diesem Video motivieren will. Denke einfach daran, dass er auch da war, wo du warst. Denk daran, dass er genug Scheiße gefressen hat in seinem Leben. Ja, dieses Video ist nicht unter 18, also mach es aus, wenn du unter 18 bist. Ja, jeder Mensch hat diese Probleme, jeder Mensch hat diese Schwierigkeiten, jeder Mensch hat vielleicht mal Liebeskummer oder dies oder das, verstehst du, das sind aber alles nur Ausreden. Weißt du was, ich habe in meinem Leben etwas festgestellt. Und dieses Etwas hat mein Leben verändert. Und dieses Etwas heißt, es ist egal, ob ich auf dem Sofa liege und gar nichts mache und einfach mich voller Mitleid in mich zusammenkehre und sage, oh du armer Coco, oh du hast so viel Pech gehabt, du warst so reich, du hast alles verloren, du hast jetzt kein Geld, du hast jetzt keine Wohnung, du hast jetzt keine Freundin, du hast jetzt dies, du hast alles verloren, dies, das, deine Eltern sind weg, dies, das, ja, oder aufstehen und einfach etwas tun. Und weißt du was härter ist von diesen zwei Sachen? Viel härter ist es, nichts zu tun. Ob du nichts tust oder ob du Vollgas gibst, es ist hart. Es ist hart. Ich sag's dir ehrlich, es ist hart. Jeder, der dir sagt, es ist einfach, du erreichst das wirklich mit Leichtigkeit, bla bla blub, es ist eine gelogene Scheiße. Es ist nicht einfach. Ja, es ist hart. Aber weißt du was, beides ist hart. Einfach nur nichts zu tun, ist für mich härter, als Vollgas zu geben. Als mich jeden Tag aufs Neue zu motivieren, als einfach in den Gym zu gehen und zu sagen, hey, jetzt habe ich einfach keinen Bock, aber ich muss. Ich muss, weil ich weiß, das bringt mich an meine Ziele. Ich muss mich an dem Schreibtisch setzen und einige Aufgaben tun, die mir vielleicht nicht so lieb sind. Ich muss etwas Neues machen. Ich muss etwas Außergewöhnliches machen. Ich muss etwas machen, was mir vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber wo ich weiß, dass es mich voranbringt. Ja? Und es bringt nur im ersten Moment nicht Spaß. Wenn du damit anfängst, wenn du siehst, dass du fortschreitest, Schritte machst, wenn du siehst, dass du vorankommst, wird es dir Spaß machen. Das verspreche ich dir. Und das ist so unglaublich wichtig, dich in diesem Moment für etwas zu entscheiden. Wie gesagt, steh auf, mach was Verrücktes, schrei, wenn es sein muss. Mach 10 Liegestütze, 20. Wenn du ganz fit bist, mach 150 Liegestützen, ist mir egal, bis du nicht mehr kannst. Aber mach etwas und setze einen Impuls damit. Setze einen Impuls damit und erinnere dich immer an diesen Moment, wo du dir versprochen hast, einfach Vollgas zu geben. Denn denke immer daran. Es ist gleich hart, ob du nichts tust oder Vollgas gibst. Entscheide dich dafür, Vollgas zu geben. Und wenn du Vollgas an der Börse geben willst, dann klicke unter diesem Video oder in der Infokarte irgendwo oben. Klicke einfach auf den Link und sichere dir den kostenlosen oder den bezahlten Kurs und starte richtig durch. Starte durch, erreiche deine finanzielle Freiheit, denn es gibt wirklich wenige Jobs, wo du von überall arbeiten kannst. Und wenn du diesen Traum hast, von überall zu arbeiten, von da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen oder sonst was, das waren meine persönlichen Träume, dann kannst du es definitiv damit erreichen. Börse ist erlernbar, jeder kann es erlernen, wenn man hart dafür arbeitet, nicht wenn man einfach nur liegt und sich die Videos anguckt. Ja? Im Moment ist für mich Entspannung. Dieses Video war einfach ein Impuls von mir. Ich hatte Lust, ein Video aufzunehmen. Ich hatte Lust, dich zu motivieren. Ich hatte Lust, dir zu zeigen, wie es eigentlich funktioniert, wie es eigentlich auch bei mir war. Also wenn dir jemand sagt, es ist einfach so einfach, ja? Es ist einfach, aber wenn du angefangen hast, ja, dieser Anfang, der ist so verdammt schwer.
Ja, aber einfach nichts zu ändern ist noch schwerer und das tut noch mehr weh. Also entscheide dich dafür, triff eine Entscheidung, setze diesen Impuls mit den Liegestützen, mit den Sit-Ups, klicke auf die Links, bestell dir die kostenlose Ausbildung, bestell dir die bezahlte Ausbildung, starte durch, lerne hart, denn umso härter du lernst, glaub mir, umso mehr Glück wirst du später haben. Denn viele werden dir sagen, ja, du hast Glück gehabt. Du hast Glück gehabt, du hast so viel Geld verdient, du hast dies gemacht, du hast das gemacht. Aber weißt du, umso härter ich arbeite, umso härter ich pushe, umso mehr ich gebe, umso mehr Glück habe ich. Ja? Und das ist bei allen Erfolgspersönlichkeiten so. Jeder, der viel arbeitet, der bekommt auch mehr. Ohne zu investieren, kommt nicht zurück. Also auf dem Sofa zu liegen und zu chillen, kommt nicht zurück. Ja? Du musst etwas investieren. Zum Ausgleich, einfach jetzt hier in die Sonne zu legen oder auf dem Sofa, alles gut. Ja? Aber das muss vielleicht 1-2% oder 5% von deiner Zeit sein. Und nicht 90%, wie es damals bei mir war. Ja? Einfach nur sich bemitleiden und nichts tun. Also entscheide dich für dich, entscheide dich für dein Leben. Hör auf andere zu hören, die dir sagen, was nicht möglich ist. Sondern fange an, nur in deinem Kopf zu arbeiten. Denn weißt du was? In deinem Kopf ist alles möglich. Du kannst dir vorstellen, von jetzt auf sofort Millionär zu sein. Ein Mercedes zu fahren, ein Ferrari zu fahren, ein Lambo zu fahren. Du kannst es dir vorstellen. Du wirst aber sofort sagen, nee, das ist unmöglich. Weißt du was? Aber wenn du es dir sehr oft vorstellst, dann wirst du irgendwann es glauben und irgendwann wirst du auch die Möglichkeiten sehen, dahin zu kommen. Und das ist es. Das ist es, was ich mit diesem Video hier bezwecken will. Ich will dich dazu motivieren, etwas zu tun. Also setze jetzt den Impuls. Besorge dir eine Ausbildung, lerne dafür, arbeite hart dafür und erreiche das, was du erreichen willst. Und lass es dir niemals und von niemandem ausreden. Ich wünsche dir alles Gute und bis dann. Ciao.